Leute, falls ihr Bock auf günstige Spiele, Fortnite-Skins und PSN-Karten, dann checkt jetzt in der Videobeschreibung meinen Partner Instant Gaming ab, Leute. Denn da kriegt ihr alles billiger und viel Spaß mit dem Video. Hey Freunde, was geht? Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder eine neue Folge von Fortnite Mörder und mit dabei haben wir mal wieder, nach gefühlt 10 Jahren, Schmocki. Was, Baby? Digga, endlich mal wieder bei Mörder dabei, Leute. Dann ist noch Odemann am Start. Pass auf, wir sind auf der Titanic. Und Burak. Bruder, ich mach Augen, du meinst. Perfekt, Leute. Die meisten von euch sollten eigentlich wissen, wie Mörder funktioniert. Deswegen brauchen wir keinen Erklärungspart. Und wir starten direkt rein in die erste Runde und gehen sofort zum Lootpot. Let's go. Aber Leute, bevor das Video anfängt, wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann ändert das jetzt gerne. Abonniert meinen Kanal, Leute. Drückt auf diesen Button drauf und aktiviert die Glocke, Leute. Weil ohne Glocke geht's einfach nicht mehr. Und wenn ihr komplett übertreiben wollt, geht gerne in den Shop rein und stellt mich da als Creator ein, Leute. Einfach unten rechts draufklicken im Item Shop. Dann Kitmap eingeben, akzeptieren, Leute. Und das war's, Leute. Ihr habt davon keine Nachteile und helft mir richtig weiter, Leute. Ich würde aber sagen, reicht es mit der Werbung. Fangen wir an. Mit dem Video. Dann würde ich sagen, alle die Köpfe nach oben, Leute. Und es geht los in 3, 2, 1. Let's go. So, Gimme. Slurp Schmocki wieder am Start. Was für Slurp Schmocki? Digga, die blaue Pumpkin war so schnell weg. Ja, Digga, weil Burak wieder reingelitzt. Ich, okay. Schmocki, Digga. So Schlurfer wieder. Das habe ich null vermisst. Okay, alle ready? Alle ready. Dann würde ich sagen, hat der Mörder jetzt wieder eine Minütchen Zeit, um seinen Schlüssel zu verstecken. Und dieses Mal, Leute, bei der Map kann es auch wirklich schwer sein, weil hier wirklich so viele Büsche und sowas sind, Alter. Kriegt einen Kollaps. Schon eklig groß, ne? Ja, die Map ist schon ein bisschen eklig, Digga. Aber ich glaube, wir kriegen das hin, Alter. Hey, Odoman ist mir schon viel zu ruhig. Odoman ist es nicht. Hä? Alle sind ruhig. Nee, alle waren gerade einfach ruhig, nein, Digga. Alle waren gerade viel zu ruhig. Achso. Schmocki redet mir wieder zu viel. Schmocki ist. Hä? Ich rede jede Mörderfolge viel. Okay, gut zu wissen, Schmocki. Ich wette mit euch, Digga. Schmocki kennt sogar irgendwo ein richtig geiles Geheimversteck und hat gerade eben gefragt, gibt's hier auch gute Spots und so, Verstecke und so, Geheimwege? Ja, das wäre doch so low gewesen. Und Schmocki weiß ganz genau, dass es so übel krasse gibt, locker. Digga, ich kenne den doch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Aber na gut, Leute. Ich würde sagen, der Mörder hat noch ein paar Sekunden Zeit und danach können wir starten. Hallo? 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 Wer ist das hier? Hey, wer ist das? Aber ne Scherz, ich bin's. Junge. Okay, ich war gerade ein bisschen. Oder ich war gerade ein bisschen aufgeregt. Wo sind wir? Vertrau Schmocki nicht, wenn er sagt, da ist nichts. Sag mal, check da. Ja, okay, check. Check, soll ich checken? Weißt du, dass ich's nicht bin? Ja, okay, okay, ich checke. Kein direkter Safe, ja, check. Ich checke. So, gucken wir mal nach, Leute, ob Schmocki hier vielleicht irgendwo einen Schlüssel versteckt hat. Weil hier gibt's halt wirklich voll die krassen Spots, sehe ich gerade. Okay, Schmocki, kommst du mit? Ja. So, dann wollen wir mal sehen. Okay, Schmocki hatte recht. Ich hab's dir doch gesagt, Digga. Aber Digga, das macht dir nicht direkt safe. Ja. Macht ihn echt nicht direkt. Ja. Glaub nicht an die falschen Tricks, die Schmocki macht, Digga. Digga, was für falsche Tricks, Digga? Ich bin ja übel im Hauptfeuer hier gerade. Holy fuck. Schmocki, also ich truste Schmocki, ich sag's so. Ich glaube ihm gerade. Okay, Jungs, ich bin ready für mein Plädoyer. Jetzt schon. Schmockis Plädoyer kommt schon. Ja, ja. Okay. Bist du bereit? Also, es ist ganz klar Burak nicht. Okay? Okay. Weil Burak spielt kein Basketball. Oder macht irgendeine Scheiße. Stimmt. Er ist es nicht. Ja? So, Odoman war viel zu ruhig am Anfang. Immer wenn Odoman ist, ist er so. So ungefähr. Ja? Okay, okay. Ja? So, es ist leider. Ich liebe dich zwar, Bibi, aber es ist Ahmed. Ich? Ja, du bist es, weil du wolltest mich so in Schutz nehmen und das ist Trick 13. Vielleicht, weil ich der Einzige war, der gerade geredet hat in den letzten Minuten. Nee, aber das habe ich mir auch gedacht. Gell? Du, Schmocki, du müsstest nochmal dahin gehen, wo Ahmed dann gesagt hat, okay, Bruder, ich checke. Wenn er da versteckt hätte, weil wäre ja, dann, Bruder, dann guck das doch. Typisch Ahmed, dann, ja, dann guck. Das wäre auch ein Ahmed. Dann guck, wenn Schmocki den Schlüssel sogar noch aufhebt, Digga, dann bin ich Jesus. Ich glaube nicht, dass Schmocki den Schlüssel aufheben wird, weil er ihn selber platziert hat. Und kann auch sein, dass er vielleicht da irgendwo in dieser Höhle den Schlüssel hat oder sowas, aber dann wird er ihn selber gesetzt haben. Das Ding ist, Höhle wieder also irgendwie verdächtige ich Ahmed, aber irgendwie auch nicht. Okay. Ahmed hat mir noch nichts Verdächtiges gemacht. Ja, so eben. Ja, ich finde auch diesen Schlüssel gerade nicht. Das ist nur, weil wegen Schmocki war mir Kid mir verdächtig. Warum machst du das? Weil er mich in Schutz genommen hat. Warum wurdest du gerade auf einmal so leise? Ja, weil ich habe gerade so einen Schatten gesehen und ich habe gedacht, das wäre so eine Shadow-Nate oder sowas. Ach so. Ja, der Mörder ist gerade richtig fleißig. Ja, Mann. Der macht gerade wieder richtig viel Action-Maction. Dings, der wird gerade für Urlaub bezahlt. Schmocki, geh weg von mir. Ja, geh du weg von mir. Du bist die ganze... Digga, ich gehe hier alleine. Oh, scheiße. Was machst du? Bruder, ich war nicht ganz im Busch drin, scheiße. Verkackt. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Hat irgendwer den Schlüssel schon gefunden? Odoman. Odoman? Odoman? Odoman. Hä? Wer ist das hier? Ich? Das bist du? Ja. Schmocki, hau ab von mir, Digga. Hä, wieso?
hab nichts gemacht, Digga. Okay, gut zu wissen. Denkst du, Odoman täuscht gerade tot vor? Digga, Odoman täuscht nicht den Tod vor, weil ich gerade vor meinen Augen gesehen habe, wie Schmocki Odoman umgebracht hat. Und hey, direkt daneben der Schlüssel liegt. Komm. Schau, ich hab gesagt, es war Ahmed. Wie? Ich hab dir gesagt, es war Ahmed. Oh, ich hab die Pumpgun gehört, Digga. Hallo, Schmocki, Ahmed? Digga, so schlecht Mörder. Sag doch wenigstens, du bist du Ehrenmann. Wow. Ja, Leute, war eine geile Runde. Ich würde sagen, kommen wir mal direkt zur zweiten Runde. Von daher würde ich sagen, alle die Köpfe nach oben. Und es geht los in 3, 2, 1, let's go. Jetzt schlürft mich alles weg. Ja, Schmocki, sagst du. Und ich sag vorhin sogar noch, Schmocki hat geschlürft. Nein, auf einmal war er Mörder. So ein Blöffer, Alter. Ja, Jungs, das ist ja, gut. Und die direkt. Waffe Schmocki ist weg. Digga, ich hab gar nichts. Geschlürft hast du, Schmocki. Jetzt wieder. Ey! Ey, ich sag das nicht zu. Ich bin diesmal nicht Mörder. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Okay, und alle ready? Ich hab gar keinen Bock mehr zu sagen, der Mörder hat jetzt eine Minute Zeit, Junge. Fuck mich nicht ab, Alter. Ich will Leute, ich bin gerade am Vorproduzieren, weil ich ja nächste Woche, beziehungsweise wenn das Video online kommt, bin ich wahrscheinlich sogar gerade schon bei der Fischer Academy. Und ich den ganzen Tag bin ich nur am Sagen, der Mörder hat jetzt eine Minute Zeit. Oh, und das 10-mal am Tag, Alter. Ich hab's langsam satt. Darf ich kurz anmerken, dass Odomans Lächeln gerade ein bisschen verdächtig war? Der Lächeln? Hä? Dieses. Wieder viel zu motiviert, Bruder. Was sind das hier dafür? Direkt Anfangsplädoyer? Odoman ist es. Odoman? Ja. Ah ja? Okay. Ich glaube auch Odoman, Digga. Auf korrekt. Komm, stranguliert mich oder so. Okay, das war ein bisschen komisch von Burak. Burak sagt eigentlich nie, ja, ich glaube auch. Oder eigentlich nie. Oder, Digga, Schmocki, du machst gerade ein bisschen zu viele Verdächtigungen. Ja, nee, man muss ja am Anfang, ne? Man muss das ja am Anfang direkt machen. Man muss direkt aussortieren. Ja, sagst du? Weil woran sonst willst du merken, wer der Mörder ist? Nur an der Stimme oder an den Gesten. Okay, dann Ullmann. Ja? Dann sag mal einmal kurz, ich bin der Mörder. Ich bin der Mörder. Okay, Burak? Ich bin der Mörder, Moruk. Okay. Ja, warte mal. Wenn wir gerade so ernst sind, warum macht der so diese Moruk, dies, mhm. Das? Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Stimmt, okay. Also, ja, Mann, okay. Ich hab Moruk gesagt, ich bin Mörder. Odoman, nee, aber Baba, Beschuldigung. Nee, aber sorry, aber das hat gerade eins klargestellt für mich. Odoman ist safe. Ja, ich bin's, Digga. Ah, ich bin safe? Okay, danke, Bruder. Du bist safe Mörder, Bruder. Ach so, du Hund. Ahmed, wer denkst du, ist es? Ich hab grad echt gar keine Ahnung. Ihr labert so viel Scheiße und ich höre gar nicht zu. Danke, ich schwöre, gerade gar nicht zugehört. Hallo? Haben Sie den Schlüssel bereits platziert? Denn die eine Minute ist jetzt um. Ich? Ja, hab ich, Digga. Perfekt, finde ich gut. Du weißt, der hier im Loch. Digga, und ich schwöre, ich habe auf dieser Map noch keinen einzigen Schlüssel gefunden. Die Map ist irgendwie klein, Digga, aber auch irgendwie gleichzeitig übel groß. Ja, Mann, ich check's auch nicht. Hallo? Was geht, Habibi? Was machst du hier? Ich war gerade am Kacken. Okay. Wo seid ihr? Ganz auffällig. Bruder, ich bin gerade in diesen Wasserfall reingelaufen und auf einmal chillt der Burak drin. Was? Bruder, ich war gerade am Kacken, sag ich dir doch. Okay, ja, gut zu wissen. Hallo? Ahmed? Lebst du noch? Ahmed? Oh mein Gott. Du kleiner Wichser, red doch. Digga, ich bin gerade einfach in ein Haus reingelaufen und da war einfach eine Falle drin. Wo bist du? Nein, wo bist du? Ich hab keine Ahnung, wo die Falle ist. Deswegen, ich bin. Warte, hier, seht ihr mich hier am Fenster? Ah, da. Hier oben bin ich. Pass auf, wenn du reinläufst, Digga. Was denn? Ja, hier ist einfach eine Falle drin. Wo bist du? Hier, ich bin unten. Er war hier keine Falle? Hier ist nichts, Bruder. Bruder, ich schwöre, ich bin gerade durchgelaufen und hab eine Falle gehört. Ey, komm runter. Ey! Oh mein Gott, wo ist die? Ey, ich hab's ja auch gerade gehört, Digga. Warum ist sie bei dir nicht ausgelöst? Ey, ich war da auch gar nicht drüber, Digga. Ey, bist du nicht? Wo ist die, Jungs? Nee, ich bin da nicht drüber. Ja, ich weiß nicht, wo die ist, aber hier, irgendwo bei der Treppe. Warte mal, du bist doch hier auf diese Holzfläche da. Unter die Treppe. Ja. Ist unter dem Teppich vielleicht was? Oder, ja, Digga, der Falle unter dem Teppich versteckt. Hä, es gibt so Verstecke, Digga. Halt's Maul. Ohne Spaß. Bruder, nein. Burak ist tot. Ich schwöre, Burak ist tot. Was? Ey, Burak ist reingegangen. Bruder, ich sag, da ist eine Falle und Burak rennt rein. Ist der dumm? Pass auf. Warte mal. Digga, ich geh da jetzt nicht mehr hin. Haut ab von mir. Warte mal. Kidney, warte. Ich vertraue mir, Bruder. Ich bin doch da gewesen die ganze Zeit. Aber wo ist Schmocki? Schmocki? Ich hab den gerade noch hier irgendwo gesehen. Der ist hier gerade rumgelaufen. Hä? Ey, Digga, Schmock ist. Ey, wenn Schmock jetzt der Mörder ist, ne? Oder Schmock ist tot, wo du den umgebracht hast. Warum soll ich den umbringen, Digga? Hau ab von mir! Hau ab! Geh weg von mir! Ich war doch bei dir! Halt dein Maul jetzt, hau ab! Okay. Lass mich in Ruhe! Bruder, vertrau mir einmal! Nein! Nö! Bruder, wir müssen zusammenbleiben. Ich schwöre, wenn es Schmocki ist, Digga, du hast doch gerade selber gesagt! Warte mal! Ah, nee, du kannst gar nicht der Mörder sein, weil die Falle bei dir nicht getriggert hat. Ja, siehst du? Ey, wo ist dein Schmocki, Digga? Bruder, ich hab keine Ahnung. Oder? Ja? Ist da Schmocki oder so? Nein, hier ist auch kein Schlüssel. Bruder. Warum? Kannst du bitte einfach einen anderen Weg gehen oder so? Hä? Lass mich schon. Oh, Alter! Hallo? Tötet ihr mich doch direkt? Ich hab's euch gesagt, von Anfang an seinem Lachen hat man gehört, dass er es war. Direkt am Anfang hab ich es gesagt. Wow.
Digga, meine Falle war so geil platziert. Aber gut, dann würde ich sagen, war es auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wieder gerne einen Daumen nach oben da. Ich vote dieses Mal vielleicht leider keinen Mörder, aber was soll's. Checkt auf jeden Fall auch die Jungs ab, Leute. Link zu allen unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Macht's gut, Leute. Haut da rein. Peace.